Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr seht, wir haben eine Spielersuche bei Battlefield 1 und ich habe heute Lust auf eine Runde Eroberung. Mal schauen, was wir hier für die Schnellsuche zugelost bekommen. Schatten des Giganten, das ist schon mal schön. Modus Eroberung, jetzt noch eine einigermaßen jungfräuliche Runde und ich bin glücklich. So leicht kann es nämlich schon erfüllt werden. Ach ja, allein schon bei der Musik bekommt man doch schon Bock, oder? Die Medaille, die ich hier verfolge, naja, ob ich die noch schaffe, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin guter Dinge, dass da natürlich das funktioniert, ohne Frage. So, Truppe voll. Da gehen wir doch in den letzten Verbleibenden. Ja, die Runde, die ist schon halb vorbei. Und wir sind hier in einem Team gelandet, wo jetzt nicht so rosig das Ganze aussieht. Aber wir, nichtsdestotrotz, wir versuchen es einfach mal. Vielleicht nicht unbedingt die beste Klasse jetzt hier im Start. Und auch jetzt, ich glaube, ich nehme jetzt erst irgendwas Fahrbares. Komme ich da raus? Jo. Weil das da hier rumkrebsen und da über das Ding zu laufen, das wird nicht gut klappen. So, da bin ich schon von hinten. Warum war denn das? Der war doch vorher ein Sniper von uns. Ja, das... Da ist ein Sniper. Ich habe den gesehen und ich dachte mir, ja gut, alles klar, ein Sniper von uns, das läuft schon. Oh, ist ja supi. Na gut, dann nimm halt erstmal den Punkt ein, der dementsprechend näher ist. So. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Muss jetzt hier gleich wieder aufpassen. Boah. Wer oder was schießt denn hier so heftig? Ja, okay. Damit ist es natürlich leichter. Ah, hinlegen, hinlegen. Ich brenne. Boah. Also, ich würde ja den einen gern wiederbeleben, aber... Die sind da... Ich mache hier mal so ein bisschen jetzt den Seitenläufer. Oh, da geht's aber richtig rund, du. Alter Verwalter. Granate ist raus, hoch und zu. Oh. Oh. Ich dachte, ich krieg den. Alter, oben ist ja was los. Alter Verwalter. Da muss man ja eigentlich Mörser spielen. Ja, ein Medic ist hier nicht anwesend, das heißt, da haben wir leider keine Chance. Man muss natürlich sagen, das ist schon ein bisschen undankbar, in diese Runde so geworfen zu werden. Mit so einem krassen Rückstand. Alles klar, jetzt will ich mir natürlich hier die Punkte sichern, die wir erstmal brauchen. Hier jetzt wieder gerade F, aber der scheint jetzt gerade einigermaßen safe zu sein. Der wird zumindest wieder eingenommen. Ich sehe mir das an. Unser Panzerzug ist unterwegs. Wo ist er denn? Jetzt habe ich dich. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Oi. Ist am Zugdepot ist wieder irgendwo einer. Damit kommst du auf die Beine. Ist denn der? Nein! Ja gut, da hat er natürlich jetzt hier klar die bessere Chance und Waffe gehabt in dem Augenblick. Dann hat er mich auch zuerst gesehen. Da war es dann
recht einfach für ihn. So, jetzt haben wir einen Panzerzug wenigstens bekommen. Das ist ja schon mal was. Aber der ist schon wieder rappelvoll. Oder man kann noch gar nicht drin spawnen. Ich glaube, der ist noch nicht spawnbar. Flugzeug ist weg. E ist weg. Steige ich mal in den Kameraden hier mit rein. Panzer! Flugzeug sehe ich jetzt gerade nirgendwo einen Gegner. Komm in das Kampfgebiet zurück. Na Junge, mach hier mal keinen Unsinn. Aber wenn er jetzt Komm in das Kampfgebiet zurück. So, und jetzt bleibe ich mal hier ein bisschen bei A. Durch die Bäume, zack, hier abgesetzt und jetzt dahin. Hahaha, hab ich dich, mein Freund. Da kommt ein Reiter. So, also den Punkt will ich jetzt halten, auch wenn da auf A wieder einer direkt drauf ist sogar. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Ah, das ist natürlich hier scheinbar wieder... Na? Och, das ist immer hier spannend, du. Da ist keiner. Da oben ist ein Panzer. Oh, oh, oh. Von dem will ich natürlich jetzt nicht unbedingt begrüßt werden. Hier, erste Hilfe. Ja, also so eine Falle, die macht mir jetzt... Das ist für mich jetzt nicht ein Problem. Ich habe sogar den Draht gesehen. Schon wieder ein Panzer. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Weil gegen den Panzer kann ich jetzt da mal so gar nichts anstellen. Der muss unbedingt weg. Es werden es da immer mehr. Ich hoffe, dass auch mein Platoon hier ein bisschen hilft. Aber mit dem Panzer, mit dem gegnerischen, da habe ich keinerlei Schnitte. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Jetzt warte ich wie der Hase drauf, auf dass er irgendwie abgeholt wird. So. Der Panzer fährt weg. Ich muss hier raus, weil dementsprechend der eine jetzt ganz klar weiß, wo ich bin. Och, ist das alles immer spannend hier, du. Ich denke mal, der wird jetzt auch gleich nochmal darüber gucken in das Haus. Aber solange hier keiner jetzt mitkommt, wird es echt fucking schwer, den Punkt da einzunehmen. Jetzt ist keiner mehr da. Probieren wir es doch nochmal.
Wo ist er? Wo ist denn der Kamerad jetzt hin? Oi. Da war er doch, oder? Warum muss ich hier eigentlich alles alleine machen? Du bist doch da. Wir verlieren. Das intensivste aller Mini-Kriegsscharmützel hier gerade. Panzer, natürlich. Warum soll es auch mal was anderes sein als ein gegnerischer Panzer? Ich dachte mir schon, es wäre Gas, aber das war es dann doch nicht. Aber ihr seht, die Runde ist eh gleich beendet. So, jetzt fängt hier der Mörser noch an, drauf zu halten. Hahaha! Den habe ich wenigstens noch mitgenommen. Lol, ich bin der Camper? Ja, schade. Die Runde war jetzt wirklich nicht die geilste. Sie war auch etwas kurz. Aber sie war trotzdem intensiv. Und man hat mal wieder gesehen, es ist halt schwierig, eine Runde zu reißen, wenn halt irgendwie gefühlt von Anfang an der Wurm drin ist. Und das war es halt so. Ja, dementsprechend schade. Und wir sehen beim Gegner was 80-12. Da war wohl einer verdammt gut, ja. 80-12, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Also, da muss man vielleicht überlegen, ob das alles so gepasst hat. Aber unser Platoon war gut. Zerstörte Feindfahrzeuge top. Durch Fahrzeuge getötete Gegner waren wir top. Also von dem her konnte da ein bisschen was reißen und natürlich auch dementsprechend ein wenig aufholen in meinen Punkten, weil ich bin ja erst auf Rang 19. Gut, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.